Gestern war die Nintendo Direct zur diesjährigen E3. Und ich gehe eigentlich in jede Nintendo Direct ohne wirkliche Erwartung rein, sodass ich am Ende nicht enttäuscht werden kann. Ich denke mal, das war auch bei der gestrigen Direct für viele der Fall. Aber ich hatte doch eine gewisse Erwartung, dass wir in der Direct Infos zu Pokémon erhalten werden. Denn natürlich, es gibt immer extra Pokémon Presents und so weiter und so fort, aber seit 5 Jahren haben wir immer irgendwie eine kleine Information erhalten. Man muss ja auch sagen, die letzten Infos zu den nächsten Spielen, also Strahlender Diamant und Leuchtende Perle sowie Legenden Arceus, sind fast 4 Monate her, also dann, als die Trailer released wurden zu diesen Spielen. Und deswegen war das doch dann für alle sehr verwundernswert, dass wir keine neue Information erhalten haben. Und ich war nicht wirklich enttäuscht, aber ich hatte halt diese Erwartung, war dann so, okay, wir haben keine neuen Infos erhalten. Wieso bekommen wir keine neuen Infos zu diesem Spiel? Oder zu diesen Spielen, eher gesagt. Und jetzt denke ich so mehr darüber nach und frage mich, ist es überhaupt notwendig? Denn natürlich ist es cool, neue Infos zu erhalten, weil einen das auch so ein bisschen aufs Spiel hypt. Ich meine, der gesamte Sonne- und Mond-News-Zyklus bestand daraus, dass wir jeden Monat irgendwelche Infos erhalten haben und dann jeder extrem gehypt war und gesagt hat, Alter, Sonne und Mond werden so krasse Spiele und dann wurden immer wieder neue Pokémon revealed und alles drum und dran. Zum einen ist es aber so, dass wir jetzt Remakes erhalten, erstmal mit den beiden neuen Spielen, die dann dieses Jahr kommen. Legenden Arceus wird ja aktuell nach aktuellem Plan im Januar nächsten Jahres kommen, was vielleicht auch etwas früher ist als geplant, also beziehungsweise als gedacht. Vielleicht hätte man sich noch 1, 2, 3 Monate mehr Zeit lassen sollen, aber hey, das wird man am Ende des Tages sehen, wenn die Spiele dann rauskommen. Aber auf jeden Fall, bei den Remakes wird es keinen neuen Pokémon geben. Es wird keine krassen Überraschungen geben. Das wird wahrscheinlich ein relativ 1:1 Remake sein, so wie es aussieht. Aber trotzdem hat man ja trotzdem noch irgendwie die Hoffnung, dass da was kommt, was einen so ein bisschen vom Hocker hauen kann. Dass vielleicht dann doch Mega-Entwicklungen revealed werden, wobei da die Hoffnung auch aktuell noch geringer ist. Aber wenn wir uns zurückerinnern zu dieser Sonne-Mond-Zeit, war natürlich diese Zeit vor dem Release der Spiele super cool und hat richtig viel Hype aufgebaut. Aber als die Spiele dann kamen, waren viele relativ schnell enttäuscht. Und ich denke, das ist das große Problem an dieser langen Hype-Phase, die man aufbaut. Weil wenn man die Erwartung umso mehr aufbaut und es so krass anteasert, dann kann man eigentlich nur enttäuscht werden in den meisten Fällen. Und ich denke, das wäre auch in diesem Fall so ein Fall. Und das hat man auch an schweren Schild gesehen. Man hat viel weniger News gebracht. Man hat nicht gefühlt alles im Vorfeld revealed, wie es bei Sonne und Mond der Fall war. Was auf jeden Fall ein richtiger Schritt war. Trotzdem waren einige von schweren Schild enttäuscht, aber viele schon im Vorfeld, bevor dann die Spiele überhaupt rauskamen. Und da waren dann wiederum andere auch positiv überrascht. Es gibt einige, die schweren Schild für gute Spiele halten oder auch zu ihren Lieblingsspielen zählen, aus diversen Gründen. Gehört jetzt nicht jeder dazu, aber ich meine, es gibt halt Leute, die vielleicht mit einem anderen Mindset rangegangen sind, gesagt haben, okay, die Spiele werden vielleicht nicht so cool und dann wurden sie halt positiv überrascht. Und das ist ja am Ende des Tages der bessere Effekt. Natürlich das Beste, was passieren kann, du bist im Vorfeld drauf gehypt und am Ende des Tages werden die Erwartungen noch weiter übertroffen und super. Aber das passiert dann nicht immer. Auch bei den Remakes war ja nach dem ersten Trailer die Meinung eher gemischt. Das heißt natürlich, wenn am Ende des Tages die Spiele rauskommen und Leute positiv überrascht werden, ist das eine schöne Sache. Da ist halt die Frage, wie produktiv ist es, wenn man jetzt super viele Infos noch raushaut? Was für Infos kann man noch raushauen? Ich denke, es werden uns noch vielleicht die ein oder andere Überraschung erwarten. Es wäre auf jeden Fall wünschenswert. Das wird man dann letztendlich sehen. Am Ende des Tages wird es halt das, was es wird. Einfach ein 1:1 Remake, was man halt erwartet. Und mit einem etwas anderen Artstyle, der jetzt auch nicht für alle so taugt, was ich auch verstehen kann. Ich bin jetzt auch kein extrem großer Fan vom Artstyle, beziehungsweise von der Umsetzung vom Artstyle. Ich finde den Artstyle per se jetzt nicht schlecht. Ich denke hingegen, dass Legenden Arceus das viel größere Fragezeichen ist. Und ich denke, da ist es gut, dass wir nicht wirklich neue Informationen erhalten und ich hoffe, das bleibt auch so. Ich hoffe natürlich, dass man irgendwann mal irgendwas noch bekommt, womit man arbeiten kann, auch im Vorfeld. Aber sagen wir mal, Arceus bekommt eine Protomorphose in Legenden Arceus, dann will ich das nicht im Vorfeld wissen, sondern es wäre doch viel cooler, wenn ich in das Spiel reingehe, komplett ohne Spoiler und das sehen kann. Natürlich kann es einen coolen Trailer geben, der einen heiß macht auf die Spiele, aber es muss nicht irgendeine krasse Überraschung bereits im Vorfeld gezeigt werden, die man dann beim Spielen erfährt. Und deswegen muss ich sagen, ich bin relativ froh sogar darüber, keine neuen Infos erhalten zu haben. Weil letztendlich
sind da noch ein paar Fragezeichen und so gewisse Dinge würde ich schon ganz gerne wissen, vor allem wie das kompetitive Meta in den Remakes aussehen wird, weil ich denke, das wird für einige von euch und auch für mich sehr interessant sein. Was wird nutzbar sein? Werden nur die Pokémon von Gen 1 bis Gen 4 verfügbar sein und so weiter und so fort, wovon aktuell einige ausgehen? Das ist alles aktuell ein Fragezeichen und das wäre etwas, was jetzt nicht wirklich viel spoilert im Vorfeld, ne, weil das trägt ja nicht wirklich zum Spielgefühl an sich bei, sondern es geht ja dann um das Aftergame, sag ich mal, um das Kompetitive, um das, was nicht wirklich mit der Hauptstory zu tun hat. Wobei sowieso die Hauptstory kennt ja jeder in den Gen 4 Remakes. Wie gesagt, die einzigen Überraschungen kommen könnten, wäre vielleicht jetzt plötzlich Mega-Entwicklung. Und das ist immer noch ein ganz großes Ding, worauf ich Bock hätte, aber meine Hoffnungen sind da leider nicht so groß. Aber so viel auch dazu. Ich wollte euch einfach mal ein bisschen updaten, weil einige gefragt haben, hey, gab's neue Pokémon-Infos, habe ich irgendwas nicht mitbekommen? Nee, wir haben uns gestern die E3 angeschaut, Paul, Sergen und ich gemeinsam. Die Reaction findet ihr tatsächlich nicht gelistet in der Videobeschreibung, falls ihr euch sie anschauen wollt. Könnt ihr mal gerne reinschauen, am Anfang ist der Ton nicht so gut, aber das ist okay. Auf jeden Fall ist das so ein bisschen meine Meinung dazu und ich hoffe, dass Game Freak das jetzt so ein bisschen weiter so handhaben wird, beziehungsweise die Pokémon Company, weil Game Freak ist ja nicht wirklich für die Remakes verantwortlich, aber dass wir halt nicht so viele Infos erhalten werden, vielleicht so ein paar Schlüsselinformationen, was auch das Kompetitive angeht, das wäre cool, aber das wird wahrscheinlich auch nicht unbedingt passieren und deswegen bin ich gespannt jetzt auf die nächsten Monate, weil so lange ist der Release zu den Gen 4 Remakes nicht mehr hin. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, wie ihr dazu steht. Wolltet ihr unbedingt Pokémon-Infos haben oder seid ihr damit jetzt auch ganz glücklich? Und gibt es vielleicht irgendwie ein anderes Highlight aus der Nintendo Direct? Würde mich natürlich auch interessieren. Zelda Breath of the Wild 2 sah sehr cool aus. Aber das war's dann auch von mir. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und ciao.